Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hochschulmagazins. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Leben der Kehler Studenten. Genauer gesagt mit den Dingen, die nach Lernstress und den Vorlesungen möglich sind. In unserem ersten Beitrag geht es um Straßburg als Ausflugsziel. Gerade in den vorlesungsfreien Zeiten zieht es Kehler Studenten immer wieder in die nahegelegene Großstadt. Warum sich der Besuch dort lohnt, seht ihr jetzt. Unsere kleine Reise durch Straßburg beginnt an der Tramhaltestelle vor der Hochschule. Ticket gelöst und los geht's. Mitten rein in das schöne Straßburg. Eine kleine Karte zeigt Ihnen die beiden schönen Teile von Straßburg. In der Mitte eine Insel, das ist die alte mittelalterliche Stadt, umgeben von der Ill. Und außen herum ist die sogenannte Neustadt. Und deswegen hat man eine große Universität gebaut, die damalige Kaiser-Wilhelm-Universität mit dem Kollegiengebäude, das hinter mir jetzt liegt. Auch der Platz vor der Universität lädt zum Verweilen ein. Drumherum gibt es viele Cafés. Besonders ansprechend ist das Café Brand im Wiener Kaffeehausstil. Hier sind wir auf einem der schönsten Plätze von Straßburg. Und zwar ist es der Place de la République oder Kaiserplatz. Hinter mir ist zu sehen der Kaiserpalast selbst. Wir sehen auch vier Ginkgo-Bäume in diesem wunderschönen Areal des Gartens. Das war ein Geschenk um die Jahrhundertwende des japanischen Kaisers an den deutschen Kaiser. Die Bäume haben also ein Alter von über 200 Jahren. Ein paar Gehminuten über die Ill, vorbei am bekannten Tommy-Ungerer-Museum und schon befinden wir uns im Herzen von Straßburg. Wir stehen hier vor der Kathedrale von Straßburg oder auch das Münster von Straßburg. Eines der schönsten Bauwerke der gotischen Baukunst, das man sich überhaupt vorstellen kann auf der ganzen Welt. Besonders die Westfassade, die hat es jedem angetan, der von Kunstgeschichte schwärmt oder auch von diesen sakralen Bauwerken. Das Münster ist 140 Meter hoch und hat etwa eine Bauzeit von 500 Jahren. Und wer jetzt noch ein bisschen Zeit hat, schlendert noch durch die charmanten Gassen des kleinen Frankreichs. Also ich kann euch jetzt mal erzählen, wieso das Klein Elsass oder das Petit France zu seinem Namen gekommen ist. Also wir sind hier im sogenannten Gerberviertel. Ihr seht, viel Wasser ist da und da hat es sehr viele Mühlen gehabt. Und dort, wo Wasser und Mühlen waren, waren auch die entsprechenden Berufe. Wie zum Beispiel Getreidemühlen oder Färbereien oder Gerbereien. Und deswegen nennt man das auch hier das Gerberviertel. Es ist sehr romantisch, es ist sehr belebt, viele Touristen. Man kann gut Flammenkuchen essen, man sitzt hier schön, trinkt ein Viertel Pinot Gris oder ein Viertel Pinot Noir, was man gerne hätte. Oder man kann auch ein schönes Bier trinken und probiert mal ein Amerpier und ihr werdet überrascht sein. Auch auf der deutschen Rheinseite kann man seine Freizeit mit anderen Studenten verbringen. Insbesondere die SSV hat durch ihre vielen Referate eine große Auswahl. Wenn ihr Musik liebt, gern Sport macht oder euch sozial engagieren wollt, hier findet ihr sicher etwas. Was alles möglich ist, seht ihr im folgenden Beitrag. Auch im Hochschulalltag ist eine nachhaltige und bewusste Lebensweise angekommen. Hierfür setzt sich insbesondere das Umweltreferat ein. Daher haben wir Laura, Studentin der Hochschule Kehl, als Stellvertreterin des Umweltreferats interviewt. Unsere Aufgaben sind zum Beispiel die Kreisputzaktion. Damit die Beamtenlaufbahn und das Wohnheimgelände sauber bleiben, macht auch das Umweltreferat bei dieser Aktion mit. Hierfür sammeln Studenten umherliegenden Müll ein, um diesen anschließend ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kreisputzaktion findet in Kooperation mit der Stadt Kehl statt und wir bekommen da auch pro Helfer einen Zuschuss und den werden wir dann an eine gemeinnützige Organisation spenden. Auch dieses Jahr wurde viel Müll eingesammelt. Wir sagen Danke. Man sollte ins Umweltreferat kommen, weil es heutzutage einfach total wichtig ist, dass man auf die Umwelt Acht gibt. Wir haben nur einen Planeten und darauf sollte man auch Rücksicht nehmen. Genau, deswegen finde ich es einfach cool zu helfen und zu kleinen Organisationen kann man einfach schon viel tun. Dazu gehört auch der monatlich erscheinende Newsletter. Dieser informiert Studenten über umweltrelevante Themen. Musik.
Dies war ein kleiner musikalischer Einblick in die Probe des Orchesters an einem Montagabend. Organisiert wird dieses von dem Musikreferat der SSV. Ich bin der Jan Högerle, ich bin 20 Jahre alt, bin im BA 21 und ich bin aktuell einer von zwei Vorständen vom Musikreferat in der SSV. Also das Musikreferat sorgt quasi dafür, dass es musikalische Angebote gibt für die Studenten, abseits vom Hochschulvorlesungsalltag. Aktuell haben wir ein Orchester und einen Chor. Geprobt wird einmal in der Woche. Natürlich soll das Erprobte auch nach außen hin präsentiert werden. Unsere Auftritte sind jährlich am Open-Air-Konzert, das findet im Frühjahr statt. Und in der Weihnachtszeit das Adventskonzert, das ist normalerweise in der Friedenskirche auf dem Marktplatz in Kehl. Aufgrund der Corona-Lage im vergangenen Jahr war dieser Auftritt nicht wie üblich möglich. Mit einem Ausschnitt von diesem Auftritt verabschieden wir uns vom Musikreferat. Und nun geht es sportlich in der Halle der Wilhelmsschule weiter. Volleyball ist nur eine der Sportarten, die vom Sportreferat der SSV angeboten werden. Dieses Jahr wurde die Leitung des Volleyballangebots von Alena und Annabel übernommen. Ich bin Annabel, ich leite zusammen mit meiner Mitbewohnerin Alena das Volleyballangebot. Die beiden haben bereits im Verein gespielt. Ihre Erfahrungen geben sie hier an ihre Mitstudenten weiter. Dabei ist jeder Student willkommen, unabhängig vom Können oder Leistungsniveau. Und montags, wo wir jetzt gerade sind, ist halt fortgeschrittenen Volleyball und donnerstags haben wir das Anfängervolleyball. Die Sportangebote sind aus unterschiedlichen Gründen bei den Studenten sehr beliebt. Also das Sportangebot ist ein total cooler Ausgleich zu dem Unterricht und ist halt total cool. Man lernt halt voll viele Leute kennen, auch aus anderen Semestern, aus anderen Gruppen. Aber das eigentliche Highlight ist ein anderes. Also das Coolste am Sportangebot der HS Kehl ist das Lubu-Spiel. Das findet eigentlich einmal im Semester statt. Wir spielen gegen die Teams in Fußball und Volleyball von Ludwigsburg. Aufgrund von Corona konnte dies zuletzt nicht stattfinden. Zu sehen sind Ausschnitte aus den Vorjahren. Und wir werden unterstützt von unseren Cheerleadern. Mit dieser Unterstützung und Motivation wird das nächste Spiel sicher gelingen. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch zu engagieren, dann sucht euch ein Referat aus, macht mit und lernt eure Mitstudenten noch besser kennen. Auch außerhalb der Hochschule Kehl kann man das Studentenleben genießen, das Lernen für einen Abend vergessen und neue Leute kennenlernen. Vor allem den Abend verbringen viele Studenten am liebsten in den Restaurants und Kneipen, ganz hier in der Nähe. Und in den Wohnheimen. Wie so ein Abend dann aussehen kann, seht ihr jetzt. Das El Bolero, unter den Studis eher als das Elbo bekannt, liegt direkt am Marktplatz, nur ein paar Gehminuten von der Hochschule entfernt. Im Elbo erwartet euch ein einladendes Ambiente, das sich perfekt dafür anbietet, um entspannt ein paar Cocktails mit seinen Kommilitonen zu trinken. Wir haben viele verschiedene Cocktails auf der Karte, da ist für jeden was dabei, um einfach mal vom stressigen Uni-Alltag mal abzuschalten. Also ich könnte euch den Gin Gin empfehlen. Das ist einer der gängigsten Cocktails, der von den Studenten gerade bestellt wird. Von montags bis sonntags haben wir verschiedene Happy Hours. Doch wir Studenten kommen nicht nur wegen den Cocktails, denn auch das Essen ist bei uns sehr beliebt. Vor allem haben wir auch eine große Speisekarte, eine mexikanische Tex-Mex-Speisekarte. Da ist für jeden was dabei, von Burgern bis zu Enchiladas, Burritos, alles mit dabei. Auch im Sommer kann man es sich draußen mit einem Kaltgetränk gut gehen lassen. Das Jack's ist die ideale Adresse, um euren Abend legendär zu machen. Durch die zentrale Lage kann man hier nach den Cocktails im Elbow und vor einer Wohnheimparty schon einmal in Stimmung kommen. Ich bin die Christine vom Jazz in Kehl in der Marktstraße. Und so kam die Musikkneipe Jack's zu ihrem Namen. Man dürfte nicht Jazz wegen der Musik, der Name benutzen, hatte halt ein kleines C zwischen reingemischt. Im Jack's gibt es alles, was das Herz begehrt. Manches läuft aber besonders gut. Die besten Getränke bei euch sind dann Bier vom Fass. Und dann gibt es noch Longdrinks, gibt es alles Mögliche, viele Shooter, zum Beispiel Melone. Ein weiteres Highlight im Jack's sind die Glocken über den Tischen. Aber was bedeutet das Glockenschlagen eigentlich? Die Glocke ist halt Zeichen zum
zusammen Shooter trinken. Und zusammen trinken bedeutet natürlich auch zusammen feiern. Deshalb ist im Jacks auch immer was los. Der beste Tag ist meistens montags spät und mittwochs spät. Wir haben halt im Jazz gute Musik, deswegen ist es auch beliebt. Und gute Playlists, zum Beispiel auch von euch. In letzter Zeit die Abfahrt-Playliste. Abfahrt, das ist jetzt auch unser Stichwort, um sich auf ins Wohnheim zu begeben und die Nacht ausklingen zu lassen. Die berühmten Studentenpartys finden immer in einem der WG-Wohnheime statt. Hier kommt noch keiner zur Ruhe. Ob entspannt, ein paar Runden Bierpong oder das beliebte Rage Cage. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Man kann auch einfach mit seinen Kommilitonen anstoßen. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal dabei, wenn die nächste Motto-Party gestartet wird. Nach so einem Abend braucht man manchmal auch erstmal eine Auszeit. Und die nehmen wir uns jetzt auch, denn unsere Sendung ist für dieses Mal schon wieder vorbei. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Das würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald.